stark sind. Ich ergebe mich nicht. Fürchtet nicht das Ende. Das Ende. Das wird nichts. Mehr Leichen. Glaubt ihr, meine Beschwörer könnten einfach einen Dämon aus dem Ärmel schütteln, wenn ihnen danach ist? Wir brauchen Blut. Frisches Blut. Das ist wichtig. Und Menschenfleisch, um unsere Magie zu verstärken. Ich erwarte in Kürze eine Antwort von euch. Wäre nur dieser finstere Ort gemeinsam mit seinem Herrscher zerstört worden. Thank you.
gebührt Ehre. Verzögerungen, falls es nicht ganz klar geworden ist. Ich brauche diese Opfer jetzt. Ich habe genug von euren faulen Ausreden, dass die Dörfler aus dem Hochland geflohen sind, sodass nun keine Opfer mehr zu finden sind. Ihr lasst euch besser etwas einfallen, oder wir werden stattdessen euch die Haut abziehen. Verrottet. Ich muss zurückkehren.
habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. Ist sicher zurück in Tristram und heult sich über der Leiche des alten Mannes die Augen aus dem Kopf. Schon bald wird sie wegen noch jemandem weinen können. Deinetwegen. Ich darf vorstellen, der Schlechter. Über den schlechten Dämon war um einiges schrecklicher, als ich jemals erwartet hätte. Offensichtlich gibt es in den brennenden Höllen viele von ihnen, obwohl sie einst einzig und allein Diablo gehorchten. Die Schlechter werden aus Körperteilen anderer Dämonen zusammengenäht, um so all ihre Stärke in einem einzigen Körper zu sammeln. Anschließend werden sie mit böser Magie zum Leben erweckt. Habt ihr jemals Angst, wenn ihr kämpft? Emotionen haben für die Priester von Rathmar nur wenig Gewicht. Dann sind wir beide gesegnet. Mein Glaube schützt mich gegen die Furcht.
Hier, euer Schwert. Mein Schwert. Jetzt erinnere ich mich. Ich war ein Erzengel der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich war. Ich bin. Tyrael. Ihr habt meinen Geist wiederhergestellt, Freund. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Chaldeum gefallen. Die Priester von Ratma hatten befürchtet, dass dies passieren würde. Wir müssen schnell handeln. Lasst uns nach Tristram zurückkehren und uns vorbereiten. Lebt wohl, Beschützer von Tristram. Der Tod mag schon bald über uns alle kommen, doch ich werde tun, was in meiner Macht steht, um eure Schmerzen zu lindern. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Ich sehe euch an, dass ihr keine Ruhe geben werdet. Ihr wollt hören, was mit meinem Vater geschehen ist. Ja. Nun gut. Mein Vater bemühte sich, die Gerüchte über meinen Großvater zu zerstreuen. Doch niemand hörte auf ihn. Eines Nachts, eine Woche später, kamen wahnsinnige Flüchtlinge aus Tristram, um Rache zu üben. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater schrie, wir sollten fliehen. Und ein bösartiges Gelächter. Viel davon. Kurz bevor Justus mich aus dem Fenster schob, konnte ich sehen, wie mein Vater über die Treppe auf mich zukroch, mit zwei Dolchen im Rücken und einem dritten, der ihm aus der Kehle baumelte. Wer hat seinem Ende mutig entgegengesehen? Was bedeutet das einem Kind, dessen Vater tot auf der Treppe liegt?
Die Zeit wird knapp, Freunde. In eben diesem Moment wächst Belials Einfluss in ganz Kaldeum. Aber wie sollen wir ihn aufspüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm führen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Dafür ist genug Zeit. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Wir kümmern uns dann um Kane. Ich möchte mehr über die Dämonen erfahren, die wir bekämpfen. Belial ist der Herr der Lügen. Er verlangt nach Macht, noch vor allem anderen. Und seine 1000 Intrigen sind darauf ausgerichtet. Sein Bruder, Asmodan, herrscht über die andere Hälfte der Hölle als der Herr der Sünde. Ich spüre seinen Einfluss in dieser Welt. Aber ich weiß noch nicht, wo er zuschlagen wird. Belial wird es mit Sicherheit wissen. Dieser Tage sind sie eher Feinde als Verbündete. Aber ich bete, dass ihr Recht behalten werdet. Gehört die Stadt der Gerettung.